Schmeißt dich hier bei der Ruine raus. Hilfe! Ja. Hallo! Schon wieder! Jo! Danke! Hallo, Herr Kollege! Da hinten wurde auf uns geschossen. Wir haben das eben schon wieder, schon einmal abgezogen. Da mal nachgucken, ich habe schon ein bisschen Angst, denn Sie sehen ja rechts am Verband, ich habe schon mal eine Schusswunde gehabt. Gehen, gehen halt dort rein. Das ist sehr, sehr unschön. Von welcher Richtung denn? Hinten, hinter der Tankstelle. Oder da die Leute Hände da oben. Können wir da mal hinten kurz mit einsteigen, wir fahren dorthin. Bleiben Sie mal am besten hier. Obwohl, warten Sie mal, die kommen daher. Warten An der mal. Tanke rennt noch einer. Zwei. Von der Tanke aus zwei Stück rennen Richtung Gänger dort, zwei. Noch mehr, ausgestiegen. Sehen Sie, wir haben alle Angst, wir sind alle nur kleine Kinder. Die wir müssen vorbeifahren. Auf der mit Kreide mal irgendwas machen mit mir. Schreit mit den gerade schon. Wir können ruhig weiterfahren. Und ja. Also, du redest schon mit den Don? Mhm. Hallo, Euro. Yo. Leute, zeigt mal bitte dem Herr Don Davito eure Kreidestifte, dass wir hier nur die Straße anmalen wollten. Zeigt ihm die. Hier, ich... User was joined your channel. Moin. Hallo, ihr seht da länger als zwei. Ich geh schlafen. Ich wollte nur Tschüss sagen. Ach, der Hund schon wieder. Sound muted. Komm her, Bello. Komm her. Nimm ihn mal bitte an der Leine wieder, das geht so nicht. Komm her. Komm her. Komm. So. Und jetzt schön mitkommen. Komm. Muss Pipi machen. Komm. Komm. Komm, ich weiß, mein Schatz. Der Volker war einwandfrei. Du bist ein Beamter. Komm mal her. Bitte? Der folgt aber einwandfrei, sag ich. Das macht mein Hund nicht so. Ja, das ist ein ganz guter. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber der King Gusta, der ist ja berühmt hier in Altes für seine Hundeschule und der war auch dort in der Hundeschule gewesen. Der Problem ist, Gustav ist selber ein halber Hund. Daher, komm, hast fein gemacht. Hier sind lecker. Alles haben Sie Pullover von mir schon. Mach mal Männchen. Bitte? Mach mal Männchen. Fein. Haben Sie bitte einen Pullover von mir schon. Und jetzt ist? Ich will nicht. Kann ich nachher keinen anbieten. Ich hab selber nichts runter. Hier kriegst noch ein Leckerli. So, und jetzt mach Platz. Dann müssen Sie nach Karl-Angus flitzen. Kümmern Sie sich drum, ich friere. Ich bin ein Mann, der nö. Tot. Wir haben halb neun und die Sonne knallt mir auf den Kopf. Ich glaub nicht, dass wir frieren. Dann, wie wär's denn? Ab aufs Baumwollfeld, dann pflücken sie mir einen Pullover. Zehnchen. Ach, guck mal, wie unser Hund auf uns fährt. Das müssen wir Mama sagen. Und Davido, wie läuft denn heute das Geschäft? Wie ist es denn heute? Wie immer. Träge. Wolltest du den Hund nicht haben? Ich bin bereit, die sind ein bisschen komisch. Oh, guck mal her, warum fährt denn ihr Kollege da den Berg hoch? Was hat er denn so? Hat er eine Panne? Hat die Kollege da oben eine Panne? Sobald einer Waffe zieht, habe ich Erlaubnis zu schießen. Ich geh mal zu ihm hin. Auf die Person. Nee, sobald der Don Davido fesselt, Die laufen gerade doch zu deinem Strider, Armin, ne? Die haben dich Kinder, glaubt nicht so weit das weg. War die Idee, dass ich zu Hause sein, ne? Kommt ihr alle wieder zurück. Und nicht auf die Schnauze fallen. Ah, die sind ganz lieb. Das ist Stall da oben. Der wird doch. Die können da gerne hinlaufen, auf diesem Deck ist keiner. Machen wir gar keine Sorgen. Die sind ja schon 16. Ach so, ja dann. Macht der Hund an meinem Arsch. Und sobald die da sind, werde ich zum Stadionberg weiter. Ach, wird lieb. Hier, geben Sie mir mal ein Leckerli. Warten Sie mal, ich gebe ihn mal an. Passen Sie aber auf, der beißt. Der geht Kehle. Da steht Kniekehle. Der Alamut, der wird als erstes sterben. Vorsichtig. Geben Sie mal den Leckerli, den ich Ihnen gegeben habe. Die Marke am liebsten. Geben Sie mal so einen. Der macht da alles, was Sie möchten. Können Sie vielleicht mal ausschneiden? Ja, schon streicheln. Bevor ich mir das Leckerli gebe. Der heißt? Ja, den will haben blöd, weil okay. So haben wir, ich hab den besorgt. Wir kamen nach Hause, ne? Und dann sagte meine Mama zu mir, du bist blöd. Und dann habe ich gesagt, sie meint den Hund, dass es dein neuer Name ist. So also ist mein. Blöd genannt. Da kommt der noch einer da. Von Richtung Tankstelle. Sagen, der ist hinter der Tankstelle. An einem roten Heli. Rot-grauen Heli. Seht ihr den? Der andere auf dem Berg. Ja, man soll da nicht so tief runtergehen, weil der kann auch Kunststücke. Ich muss mal kurz Position wechseln. Dann stehe ich mal lieber wieder auf. Der kann... Gucken Sie mal. Ist das nicht toll? Vorsichtig. Schauen Sie mal, wie schnell der hier durch. Kann ich eigentlich durch Zäune schießen? Ja, ne? Die Reifen sind nicht mal eingetragen, das hab ich so schon gesehen. Nicht mal eingetragen. Am Heli, ja. Ich sehe ihn. Halt den mal ein bisschen im Auge, würde ich sagen.
Jo, jetzt ist er im Berg verschwunden durch, weil er da eintaucht irgendwie. Mal, guck mal, ohne Leine kann er laufen. Welchen Berg auf meinen? Nee. Der ist aber ziemlich schnell, oder? Der rennt jetzt wieder Richtung Kupferhändler. Steigt ja, in seine Limousine ein und fährt weg. Du bist blöd, nicht so weit. Halt immer noch Mose, das ist... Ich bin krank hier. Ach, die Herren. Na, gehen wir mal an die Straßenseite, fällt mir gerade so ein bisschen auf. Mitten auf der Straße ist, glaube ich, nicht so toll, da lebt es sich nicht so gut. Nicht, dass wir noch umgeholzt werden hier. Bei den Leuten, die hier teilweise den Führerschein haben. Zwei Limos, räumt die Straße, die sind viel zu schnell. Herr Officer, halten Sie die an, gucken Sie das an. Nee, die fahren noch gerade so 50. Ah, ja. Armin, er kommt hochgerannt zu mir. Ja, schon ein bisschen schneller hier, Metzschmeier. Wo fahren Sie denn hin? Bleiben Sie mal recht. Was ist das denn? Hier, der hat eine Pistole in der Hand. Officer! Armin, lock ihn hier weg. Officer, bleiben Sie schnell stehen. Ja, der kommt los. Ich bin gemein gefährlich. Bleiben Sie doch stehen. Warum verdeckt er sein Gesicht? Herr Officer! Wow, 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 was macht der denn da? Der Bull ist doch breit da hinten. Das ist mir nicht bekannt. Alter, und der Vito spielt lecker. Warum? Ey, das war eine Kopfsicherung, oder? Wie denn? Da ist ein Spiegel da drin. Herr Don Davito. So goldig, Alter. Ja. Könnt ihr euch spiegeln. Ach, oh. Herr Don Davito. Leute, bitte mal kurz ruhig sein. Herr Don Davito. Wir sind, ich sag's Ihnen jetzt ganz ehrlich. Wir wissen, hier ist jemand ganz berühmt, und zwar ein Armin. Der spielt immer ganz schön mit seiner Alamut Gitarre und auf jeden Fall wollen wir einfach nur ein Autogramm von ihm. Und er fährt immer von uns weg. Ich meine, das ist ein deutsches Star-Allion. Nur ein Autogramm. Gut. Das gebe ich mal eben. Du, ein du meinst Darmin, meine Armin. Armin. Dabei heißt der. Ja. Du spielst so toll mit deiner Alamut Gitarre und die wollen das Autogramm von ihm und du fährst mal weg. Nein, Darmin. Das tut mir leid. Wir können mich am Marktplatz nach dem Putzkommando... Wenn Sie mich interviewen. Ey, sei mal nicht so frech, hab mal so... User joined your channel. Machen Sie aber nach. Hallo. Der eine zieht die Waffe. Nach der ewigen...